Mit einer Neuheit hier bei Pearl TV machen wir jetzt weiter und sind froh, dass Sie dabei sind. Denn dieses Thema, was wir jetzt aufgreifen werden, ist für viele schon so ein Stück weit in den Hintergrund gerutscht. Dabei ist es mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren Pflicht, dass Sie zu Hause im Wohnraum, im Kinderzimmer, in den Fluren mitunter, gerade wenn es um Rettungswege geht, Rauchmelder installiert haben. Ja? Wie sieht das bei Ihnen aus? Sind Sie dieser Pflicht nachgekommen? Haben Sie die Rauchmelder? Unabhängig davon, dass es der Gesetzgeber natürlich vorschreibt, ist es ja auch für Ihre persönliche Sicherheit durchaus ratsam, mal einen Rauchmelder zu Hause zu installieren. Wir haben jetzt einen ganz besonderen Rauchmelder, denn dieser Rauchmelder informiert Sie nicht nur, wenn Sie im Bett liegen oder auf dem Sofa sitzen, dass etwas offensichtlich passiert ist bei Ihnen in den anderen Räumlichkeiten, sondern auch dann, wenn Sie unterwegs sind. Das heißt, auch dann, wenn Sie nicht zu Hause sind, werden Sie bestens darüber informiert, dass es vielleicht einen Notfall bei Ihnen zu Hause gibt. Und das sind richtig schöne Gerätschaften, haben wir festgestellt. Und das, was ich gerade gesagt habe, diese Informationsflut quasi, nicht nur für zu Hause, sondern auch unterwegs, funktioniert hier mit dem Handy, oder? Das ist es ja. Wir haben hier also einerseits natürlich einen sehr schicken Rauchmelder. Du kennst sie normalerweise, sind die groß, ja, rund, hässlich. So dick, hässlich. Wenn man an die Decke guckt, sieht man die sofort. Ja. Der hier ist sehr klein und elegant. Ich zeige Ihnen auch mal hier, wie schön flach der ist. Mhm. Und der ist natürlich richtig, richtig laut. Ich mache mal eben den Testton an. Das ist wie bei Ihrem Rauchmelder zu Hause auch. Ja. Achtung, jetzt wird es richtig laut. Ach, 85 Dezibel. Oh mein Gott. Ja. Das ist genug. Er macht es zweimal. Ist schon sehr laut. Sollte ja auch so sein, denn wenn tatsächlich mal irgendwas kokelt, irgendwas schmort und vielleicht auch ein Feuer entsteht, möchten Sie auch entsprechend geweckt werden, wenn Sie nebenan im Schlafzimmer liegen und an nichts Böses denken. Insofern müssen die Dinger natürlich auch laut sein. Ja. Das kann man nicht überhören. Ne? Das kann man nicht überhören. Die Form finde ich unglaublich toll. Sie kriegen auch noch hier so ein Klebepad damit zu, dass es also auf beiden, dass es ganz einfach an die Decke kleben können. Ja. Es kommt mit einer Batterie, die 2 Jahre hält. Das ist schon mal ganz toll. Das ist auch Norm hier. Man muss die ja anbringen. Es gibt da die DIN-Norm 14676, nach der die eben in den Wohnungen angebracht werden müssen oder in Häusern. In jedem Schlafzimmer, in jedem Kinderzimmer, auf Fluren und wenn Sie ein mehrstöckiges Gebäude haben, eben auch ganz oben. Da dürfen Sie es übrigens nicht in den Giebel hängen, die sollten immer zentral in der Mitte hängen, aber mindestens 50 cm von der Wand weg. Das sagt diese Norm aus. Mhm. Dieser hier ist DIN-zertifiziert. Es gibt eine EU-Norm, die DIN-EN 14604. Das heißt, die entsprechen auch dem deutschen Standard, sage ich mal, dass man die also auch anbringen kann. Da gibt es ja alle möglichen Rauchwarnmelder, die so auf dem Markt sind. Der hier erfüllt die deutsche Norm. Das Tolle hier dran ist eben, was du eben schon gesagt hast, wir haben hier eine App dabei und diese App sagt mir dann ganz klar und deutlich den Zustand meines Rauchwarnmelders. Ach. Der sagt mir auch, wenn Alarme schon losgegangen sind, hier können Sie das sehen, also es ist kein Rauch vorhanden und alles gut. Wenn ich mal ein Feuer- oder einen Rauchalarm bekomme, dann werde ich auf meinem Handy davon alarmiert. Die App ist kostenlos dazu. Zum Beispiel, wenn ich mal bei der Arbeit bin oder im Urlaub, dann weiß ich, oh Gott, jetzt ist zu Hause irgendwas los. Da muss jetzt irgendwas passieren. Ich kann sogar die Feuerwehr rufen dann. Ja. Das ist besser, als wenn das eben stundenlang vor sich hinkokelt, bis der Nachbar das dann mal sieht oder so. Man weiß ganz genau, was los ist. Wie gesagt, der ist sehr unauffällig, finde ich, im Vergleich zu den anderen und kostet genauso viel, wenn nicht sogar weniger, als die herkömmlichen, die Sie im Baumarkt kaufen können, die dann eben kein WLAN haben und ein bisschen, also deutlich hässlicher sind, sage ich mal. Ich finde die Idee, dass man hier ganz einfach auf dem Handy darüber informiert wird, dass der Rauchmelder offensichtlich ausgelöst hat, ehrlich gesagt ganz hervorragend. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht mal ein Kabelbrand bei Ihnen zu Hause entsteht, wenn Sie eben nicht zu Hause sind. Sie fahren gemütlich in den Urlaub und denken, Mensch, 2 tolle Wochen, die schönste Zeit des Jahres. Mm-hmm. Und bei Ihnen zu Hause gibt es einen Kurzschluss irgendwo an einer Beleuchtung oder von mir aus an irgendeiner Steckdose oder es schmort eben ein Kabel durch. Und das kommt eben immer hin und wieder mal vor. Ja? Und wenn es Ihnen eben passiert, werden Sie darüber informiert. Und dann gibt es natürlich dann doch wesentlich schneller die Möglichkeit, mal drauf zu reagieren. Wie gesagt, die Feuerwehr anzurufen oder mal beim Nachbarn kurz durchzuklingeln. Sagen, man kann es mal bitte gucken gehen. Schau mal bitte nach, ob bei mir zu Hause alles in Ordnung ist oder was ist da eigentlich los? Der Rauchmelder hat ausgelöst. Also es ist immer sinnvoll, in diesem Bereich rechtzeitig und vor allen Dingen so früh wie möglich informiert zu werden. Und das werden Sie natürlich jetzt hier durch diesen sehr, sehr lauten Signalton, wenn Sie zu Hause sind, der holt Sie also mit Sicherheit auch aus dem Tiefschlaf raus oder eben auch über eine sogenannte Push-Nachricht auf ganz das Smartphone. Genau. Wenn Sie unterwegs sind. Gibt mir persönlich ein gutes Gefühl zu Hause. Gibt mir ein gutes Gefühl. Die App finde ich genial, weil ich kann hier, also diverse Rauchmelder haben alle ihren eigenen Monitor-Screen, sage ich mal, ihren eigenen Monitor-Bildschirm. Und ich will Ihnen mal was zeigen. Da sehe ich nämlich nicht nur
ob jetzt der Alarm angeschlagen hat, der mich dann eben auch alarmiert. Wir haben hier mal 3 Rauchmelder installiert auf dieser App. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Wir haben hier Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer. Wenn ich mal auf den ersten gehe hier mit Wohnzimmer, da haben wir jetzt mal eine ältere Batterie reingetan. Und da kann man dann sehen, nee, der war es nicht. Also da kann man auch den Batterieladestand sehen. Das finde ich eben auch noch, der hier war es, glaube ich. Ne? Genau, hier, guck mal, hier oben in der Ecke kann ich sehen, dass die Batterie hier auf Rot ist. Das heißt, es ist jetzt Zeit, die Batterie zu wechseln. Ja. Sonst weiß man das immer nicht so genau. Manche brauchen eben auch, gehen auch schneller als 2 Jahre schon durch. Manche halten länger als 2 Jahre. Ja. Ich kann hier also auch über den Batteriestand mich ständig informieren und werde eben alarmiert. Das ist das Tolle hier dran. Sehen Sie das hier oben? Haben wir es in Rot, da ist es schon niedrig und da haben wir jetzt eben mal eine etwas leerere Batterie reingetan. Da müsste ich jetzt hin hier, das ist bei mir, hier oben, den habe ich auch richtig benannt, mit Schlafzimmer, müsste ich eben ins Schlafzimmer gehen und mir die Batterie mal auswechseln. Ja. Wie gesagt, die kommen mit Batterien zusammen, die Batterie hält 2 Jahre und dann nehmen sie ganz einfach von hinten die Batterie raus, tun eine neue rein und hält es wieder 2 Jahre. Finde ich eine unglaublich praktische Angelegenheit. Ich habe gesehen, das ist an so einem Teller befestigt. Normalerweise schraubt man sowas an oder versucht es irgendwie zu befestigen. Ja. Jetzt hier mit dem Doppelklebeband geht es natürlich großartig. Ja, du kannst hier hinten, machst den auf und tust die Batterie rein oder kümmerst dich darum. So sieht er von innen aus. Ist nicht so spektakulär. Dann mache ich es wieder rauf, drehe es hier rauf. Und dann kann ich das mit diesem doppelseitigen Klebeband, was schon dazu kommt, ganz einfach an die Wand batten, sage ich mal. Ne? An die Decke vielmehr. Diana, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Also Rauchmelder installiert? Ja, aber ich glaube, ich bin nicht zu Hause, dass natürlich ich kriege keine Nachrichten. Ja. Diese ich finde wirklich schön und das kann nicht zum Beispiel bei mir was passiert, zum Beispiel bei Nachbarin, ja. Und dann diesen Rauch kommt zu mir und ich kann schon auch telefonieren zum Beispiel, kann auch was zu tun. Also ich finde das super und für diesen Preis, das ist unsere Sicherheit. Ich glaube, ist deine auch so schön? Nein, überhaupt nicht. Der sieht super aus, ne? Ja, super. Der ist richtig, weil er halt so schlank und elegant ist. Also kein Vergleich zu denen, die Sie im Baumarkt kriegen oder die vielleicht schon bei Ihnen in der Wohnung installiert sind. Also das ist eine ganz tolle Sache und für den Preis eben auch nochmal ganz besonders. Die kosten also wirklich weniger oder genauso viel wie die, die Sie im Baumarkt kaufen. Haben dazu noch diesen riesengroßen Funktionsumfang. Hier sehen Sie die Bestellnummer für den Einzelnen. Wir haben gleich auch noch das Dreier-Set für Sie, wo Sie dann nochmal Geld sparen können. Wie gesagt, der erfüllt die DIN-Normen, die in Deutschland vorgeschrieben sind. Ja. Dass sie eben den auch benutzen dürfen, dass er also, wenn das ist ja, wenn du einen nimmst, der nicht die Normen erfüllt und es passiert was, dann kriegst du unglaublich Schwierigkeiten mit der Versicherung. Das ist eben das Ding hier, der erfüllt diese ganzen Voraussetzungen, ist laut, klein, schlank, elegant und hat durch diese App eben tatsächlich einen riesen Funktionsumfang noch dabei. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, ja klasse, dann habe ich von mir aus im Wohnzimmer genau diesen neumodischen Rauchmelder, aber in den anderen Räumlichkeiten habe ich dann vielleicht noch die Eulenhobel, wenn man überhaupt welche installiert hat. Deswegen bieten wir es Ihnen natürlich als einzelnes Gerät an. Vielleicht haben Sie auch 4 oder 5 Räume, die Sie damit ausstatten möchten. Mhm. Einzeln kostet das gute Stück keine 22 Euro, ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der ZX3150 und der 569, jetzt gerade sind wir beim Dreier-Set, auch keine 60 Euro für 3 Stück zusammen mit der ZX3151 und die 569. Je nachdem, wie viel Sie brauchen, zählen Sie mal durch. Schauen Sie mal, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flure, Treppenaufgänge und dergleichen, Dachgeschoss und so weiter. Da kann man ganz einfach mal ein bisschen quer schauen, wie viel man denn eigentlich braucht und vielleicht eventuell 1 oder 2 Dreier-Sets oder das Dreier-Set plus 1 oder 2 einzelne nehmen. Aber ich glaube, unabhängig davon, dass wir ein super Preis-Leistungs-Verhältnis haben, sind Rauchmelder natürlich nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sie dienen ihrer Sicherheit. Mhm. Und wie schnell ist da mal was passiert? Man hat mal eine Herdplatte angelassen, man hat mal einen Aschenbecher ausgeleert und eine Kippe hat noch geglimmt und man geht ahnungslos ganz einfach mal eben was einkaufen oder ist man Wochenende unterwegs, ja, und da ist natürlich dann sehr, sehr schnell Schlimmeres passiert. Und ich behaupte, dass man mit so einem Rauchmelder definitiv entsprechend dann also auch mal schnell genug und rechtzeitig vor allem reagieren kann. Ja, und die Installation ist so einfach durch dieses Klebepad, was wir dazu kriegen. Also wirklich, da abziehen, einen an den Rauchmelder ranmachen, an die Decke bappen, schon ist er installiert. Das ist also wirklich kein Hexenwerk, da brauchen Sie auch keinen Elektriker oder Fachmann dafür. Das können Sie selber machen hier mit unseren tollen Rauchmeldern. Katalog Neuheit jetzt bei uns für Sie. Schlagen Sie zu, rufen Sie schnell an und dann viel Spaß damit.